Bereits 2013 habe ich angefangen, Interview-Podcasts zu machen und daraus ist dann die Serie Visionäre inspirieren entstanden und auch eine ganze Weile gelaufen. 2018 habe ich das alles professionalisiert und dann ist Bau dir deine Zukunft entstanden, den Sie ja jetzt auch immer wöchentlich hören. Nun habe ich beschlossen, das ein oder andere Interview aus dieser Zeit von damals auszustrahlen und Ihnen zugänglich zu machen. Den Anfang macht Karl Pilsel, der sich mit seiner Umdenkakademie und als Vortragsredner einen Namen gemacht hat. Herzlich willkommen zu Bau dir deine Zukunft, dem Podcast für Unternehmer und Unternehmerinnen, Visionäre und Zukunftsbauer, die sich und die Welt bewegen und wissen wollen, was in Zukunft wichtig wird. Mein Name ist Silvia Zulkowski, ich bin Zukunftsentwicklerin, Autorin und Vortragsrednerin. Freuen Sie sich auf Tipps, Impulse und spannende Interviews und lassen Sie uns gemeinsam kecker werden und die Welt aus den Angeln heben. Ich sitze jetzt gerade zusammen mit Karl Pilsel. Servus Karl. Grüß dich, Silvia. Und wir sitzen in dem wunderschönen Aviva Hotel hier im schönen Mühlviertel. Genau. Wo du ja auch zu Hause bist, gell? Wo ich aufgewachsen bin, ja. Ja, genau. Meine Heimat. Wunderbar. Karl, ich durfte dich jetzt die letzten zwei Tage als sehr inspirierenden Botschafter erleben für deine Vision, die ja schon seit 1986 existiert. Gute Nachricht in jedes Haus. Du bist Buchautor mehrfacher. Du bist Vortragsredner, du bist Unternehmer. Mhm. Wie kommt man bei all dieser Vielfalt zu dieser Vision? Ganz einfach. Ich habe auch einen großen Kurs gebaut, wie ich 28 Jahre alt war, mit einem Fensterwerk, mit über 200 Mitarbeitern. Und habe natürlich dann erkannt, dass wenn ich weiter erfolgreich sein möchte oder wieder erfolgreich sein möchte, dass ich an mir arbeiten muss. Mhm. Und habe dann nach dem Konkurs einfach begonnen, gewisse Botschaften aufzunehmen und mich hineinzuziehen, die zuerst mich verändert haben. Wie bist du über diese Botschaften gestolpert? Ganz einfach. Ich habe mir die Frage gestellt, wo habe ich meine größten Fehler gemacht? Okay. Also wenn man Unternehmen von 0 auf 230 Mitarbeiter aufbaut in 6 Jahren, dann hat man natürlich eine Reihe von Fehlern gemacht. Aber wo habe ich die größten Fehler gemacht? Und die waren im strategischen Bereich. Mhm. Und im Umgang mit Mitarbeitern vor allem. Mhm. Und dann habe ich natürlich die Frage gestellt, wo kann ich hier etwas dazulernen? Und habe dann begonnen, mich mit der EKS zu beschäftigen, engpasskonzentrierte naturkonforme Strategie. Und habe mich dann vor allem damit beschäftigt, wo ist der Unterschied zwischen Management und Leadership? Worum geht es überhaupt im Wirtschaftsleben? Und das hast du schon quasi mit Anfang 30 gemacht? Oder ja, dort war ich 30 Jahre alt, wie ich damit begonnen habe. Ich habe dann die österreichische Baumarktforschung gegründet nach dem Konkurs. Habe mich sofort wieder selbstständig gemacht und weil ich ein anderes Gedankengut aufgenommen habe, ist die neue Firma wieder sehr schnell gewachsen, habe innerhalb von 2,5, 3 Jahren wieder ca. 50 Angestellte gehabt und 2000 nebenberufliche Mitarbeiter im Baumarktforschungsbereich, mhm. Und habe einfach erlebt, wie ein Unternehmen sich entwickelt, wenn der Chef sich verändert. Okay. Wenn der Chef sich zum Positiven verändert. Mhm, die erfolgreichste Keimzelle für genau. Erfolg ist nur man selber. Gell? Es beginnt alles beim Samenkorn. Mhm. Und der Chef ist eigentlich das Samenkorn, das sich reproduzieren soll, multiplizieren soll. Und ich habe einfach registriert, dass meine größten Engpässe im Bereich sind, wie gehe ich mit Menschen um? Was heißt Leadership? Management habe ich gewusst, was es ist. Mhm. Was heißt Leadership? Was heißt Menschen führen? Was suchen Mitarbeiter wirklich? Suchen sie nur das Geld, das sie verdienen, oder suchen sie eigentlich einen Leader, der ihnen Orientierung gibt, der ihnen Hoffnung bringt, wo sie gerne am Montag in die Arbeit gehen? Mhm. Und das hat sich dann Anfang der 80er Jahre so weiterentwickelt und bis zum heutigen Tag. Visionäres Leadership ist ja auch eins deiner Themen. Was findest du so wichtig an dem Thema Visionär oder Vision an sich? Einfach, Leadership heißt ja grundsätzlich, ich führe Menschen. Mhm. Und Menschen führen kann man eigentlich nur mit einer Vision, mit einer Botschaft, die Menschenherzen bewegt. Mhm. Wenn ich als Unternehmer keine Vision habe, die Menschen bewegt, die meine Mitarbeiterherzen bewegt,
dann ist es wahrscheinlich eine egoistische Vision, wenn ich eine habe. Und warum sollen meine Mitarbeiter mir helfen, reich zu werden? Es ist doch meine Aufgabe als Unternehmer, den Mitarbeitern zu helfen, ein erfülltes Leben zu leben. Und das habe ich einfach begonnen zu lernen. Wir haben dann 1979 eben uns ein Haus in Texas gekauft und sind im Sommer in Texas gewesen. Und da habe ich dann registriert, dass amerikanische, wirklich erfolgreiche Mittelständler ganz anders denken, als wir denken hier. Weil dieses Hire and Fire, was hier erzählt wird, dass die Amerikaner tun, das gibt es eigentlich nur in Konzernen. Aber der amerikanische Mittelständler ist in erster Linie ein guter Hirte. Also für ihn sind die Menschen wichtiger als Produkte und so weiter. Dem deutschen Unternehmer sind meistens die Produkte wichtiger, die er hat, als die Mitarbeiter. Und darum gibt es unterschiedliche Outputs oder Ergebnisse. Und so habe ich einfach das erlebt und kennengelernt. Und dann haben wir 1986 haben wir dann diese österreichische Baumarktur schon verkauft an den deutschen Bauverlag, der zum Bertelsmann gehört. Und wir sind dann nach Amerika übersiedelt, mit dem Ziel, uns noch viel intensiver mit dem Thema Leadership, Menschenspezialist, Umgang mit Menschen zu beschäftigen. Und was ist eine Berufung? Ja. Das heißt, viele Menschen wissen nicht, was eine Berufung ist. Die gehen nur arbeiten, um Geld zu verdienen. Und das hat sich einfach über diese letzten 30 Jahre entsprechend entwickelt. Und dann habe ich begonnen, auch nachdem ich in Amerika diese Firmen analysiert habe, als Journalist, Wirtschaftsjournalist, ganz einfach mich mit gewissen Themen beschäftigt habe. Zum Beispiel war mein wichtigstes Thema mal, was kann der deutsche Mittelständler vom amerikanischen Mittelständler lernen? Nicht von den Konzernen, nicht von der Finanz, von den mittelständischen Unternehmen. Und Amerika wird mindestens so vom Mittelstand geprägt oder getragen wie Deutschland. Ja, das nimmt man hier nicht wahr, gell? Das weiß man hier gar nicht. Man weiß hier nichts über den amerikanischen Mittelstand. Und das habe ich jahrzehntelang getan und habe dann natürlich aus der Praxis sehr viel mitgenommen, auch in meinen Verlag wieder, der weiter gewachsen ist. Habe dann ja über 30 Bücher geschrieben im Laufe der Jahre und circa 1 Million Menschen erreicht mit meinen Botschaften bis jetzt. Und so hat sich entwickelt. Ich bin einfach dran geblieben. Ja, also immer ein Schritt nach dem anderen, genau, gell? Dran geblieben. Es geht ja nicht darum, wie schnell etwas funktioniert oder wächst. Es geht darum, dass du in die richtige Richtung unterwegs bist. Es geht nicht darum, wie schnell man laufen kann. Es geht darum, stimmt die Richtung, in der der Mensch unterwegs ist. Jetzt hast du ja gerade von Berufung gesprochen und dass so viele eigentlich gar nicht wirklich wissen, was eine Berufung ist. Wie würdest du denn eine Berufung beschreiben? Also Berufung ist für mich das, was Gott mit dir vorhat. Er hat dich aus einem bestimmten Grund auf diese Erde geschickt, damit du ein Segen bist für andere Menschen. Daher habe ich dann vor 20, 25 Jahren den Satz geprägt, was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt? Wenn andere Menschen nichts davon haben, dass es dich gibt, warum sollen sie deine Nähe suchen? Oder wenn andere Menschen nicht wissen, was sie davon haben, dass es dich gibt, dann werden sie auch deine Nähe nicht suchen. Ja. Und das ist die wichtigste Frage, warum bin ich auf dieser Erde? Was ist in mir drinnen? Was hat Gott für ein Samenkorn in mich hineingelegt, das dann in die Herzen anderer Menschen implementiert gehört und dann kommt die Frucht automatisch. Ja. Und es beginnt etwas zu wachsen. Denn seine gibt es daher im Schlaf. Während ich geschlafen habe, sind meine Dinge gewachsen. Und es ist eigentlich recht einfach. Man muss nur zuerst wissen, wer bin ich? Ja. Warum bin ich wirklich auf dieser Erde? Und da hilfst du Menschen ja auch dabei mit deiner Akademie, mit der Umdenkakademie. Genau. Und der Ausbildung zum Menschenspezialisten. Genau, das ist unser Kernansatz, die Botschaft weiterzugeben. Wir möchten einfach, dass viele Menschen in diese Richtung sich entwickeln. Nicht, dass sie mir helfen, irgendetwas aufzubauen, sondern dass sie ihre Berufung finden und in ihrer Berufung weiterwachsen und wieder neue Menschen erreichen. Und die wachsen wieder und bringen wieder Frucht. Und in der Frucht selbst drinnen ist ein Samenkorn wieder, der sich wieder multipliziert. Und so entsteht einfach eine Bewegung von gleichgesinnten Menschen. Und das ist das, was wir tun seit vielen Jahren. Und wir erleben Gewaltiges, wie Menschen sich entwickeln. Wie sich Persönlichkeiten entwickeln. Wie sich Familien wieder finden. Wie Unternehmen verändert werden. Wie Menschen nach dem Konkurs einfach wieder Mut kriegen und aufstehen neu und neu beginnen. Habe ich auch selbst erlebt, wie das funktioniert. Wie Menschen, die sich scheiden haben lassen aus irgendeinem Grund und sich zurückgezogen haben in ihr Schneckenhaus, wie die auf einmal wieder herauskommen und wieder mutig werden und wieder sagen, ich fange neu an.
oder wie Frauen, wo die Kinder aus dem Haus gezogen sind und dann nicht wissen, was sie tun sollen, auf einmal ermutigt werden von uns, ihren Weg zu gehen, ihren Traum zu realisieren, der in ihnen steckt, den sie vielleicht zurückgestellt haben, der Kinder wegen, für Jahrzehnte. Mm. Und da ist so viel drinnen. In den Menschen steckt so viel drinnen. Aber sie brauchen unbedingt Ermutigung. Ja, ja. Da machen wir eine relativ ähnliche Arbeit, wir zwei. Ermutigen die Menschen, ihren Weg zu gehen und ja, oft auch zu finden. Ja. Weißt du, ich kann den Leuten nicht sagen, was ihre Berufung ist. Ja. Aber ich kann ihnen helfen, es herauszufinden. Mhm. Es steckt ja bereits da drinnen. Der Samenkorn ist ja da drinnen. Man muss nur wissen, wie man es findet, wie man es sucht und wie man es dann zum Blühen bringt. Und auf einmal blühen die Menschen auf. Es gibt nichts Schöneres in unserem Business, wie wir Menschen aufblühen. Absolut, da bin ich sofort bei dir. Ja. Karl, sag mal, hast du für meine Hörer jetzt noch 3 Tipps, die du denen mit auf den Weg geben kannst, wenn sie sich quasi jetzt ja, in so einer Sackgasse, sage ich jetzt mal, befinden, dass sie sagen, ich weiß eigentlich nicht, wo ich hin will, wo ich lang will, aber ich weiß das. Ja. Mhm. Ich glaube, der erste Punkt ist, dass ein Mensch sich die Frage stellen muss, gibt es noch irgendjemanden, dem ich nicht vergeben habe? Mhm. Wo ich Bitterkeit in meinem Herzen habe. Mhm. Ein bitteres Herz ist ein vergiftetes Herz und ein vergiftetes Herz ist nicht attraktiv. Wenn du Bitterkeit im Herzen hast oder Unvergebenheit, dann wird niemand sein Herz mit deinem Herz verbinden. Und wenn andere Menschen ihr Herz nicht mit deinem Herzen verbinden, dann entsteht nichts. Verstehst du? Dann werden sie wieder den nächsten Schritt tun und sie wird wieder auseinanderlaufen. Der erste Schritt. Viele Leute leben in Unvergebenheit, in Bitterkeit. Weil sie sind bitter auf den Ex und auf den zweiten Ex auch und manche haben schon 5 Exen. Dann sind sie bitter auf den früheren Chef und dann sind sie bitter auf den Vater oder bitter auf die Mutter und meinen, sie tun denen was Fleiß. In Wirklichkeit schaden sich selbst. Genau. Und wenn dann dein Herz gereinigt ist, dann sich die Frage stellen, warum bin ich auf dieser Erde? Warum? Wo liegen wirklich meine einzigartigen Talente und Fähigkeiten? Was habe ich mitbekommen und auch bisher erleben dürfen in meinem Leben, wo ich zubereitet worden bin? Einfach zubereitet worden, wo ich genießbar geworden bin für andere Menschen, weil ich einen ganz bestimmten Weg gegangen bin. Und dafür bei einer bestimmte Zielgruppe ganz besonders attraktiv. Hm. Und der dritte Punkt ist, ganz einfach tun. Tun. Handeln. Handelt danach und ihr werdet leben. Die meisten Leute warten dann immer. Warten wir mal, schauen wir mal. Auf den perfekten Zeitpunkt vielleicht. Mhm. Und der perfekte Zeitpunkt kommt nie. Nee. Den gibt es nicht. Mhm. Also einfach tun, einen Schritt nach dem anderen. Die Schritte brauchen gar nicht groß sein. Mhm. Aber wenn du jeden Tag einen Schritt machst, dann kommst du ganz sicher ins Ziel. Ja. Manche machen mehrere Schritte am Tag, manche machen nur einen, manche machen einmal keinen und dafür nächsten Tag 5. Ist auch gut. Aber du musst vorwärts gehen. Ja. Ja. Auch wenn du noch nicht genau weißt, wo du hingehst, bleib in Bewegung, damit du lenkbar bist, führbar bist. Ein geparktes Auto kann man nicht lenken. Wunderbar, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Interview. Das war die Podcast-Serie Bau dir deine Zukunft von und mit Silvia Ziolkowski, die Zukunftsentwicklerin. Unter silvia-ziolkowski.de finden Sie weitere Informationen rund um Visions- und Zukunftsentwicklung inklusive kostenloser Checklisten und Impulsen. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, empfehlen Sie sie weiter und bewerten Sie diesen Podcast gerne auf iTunes. Herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, bau dir deine Zukunft.